außergewöhnlich ist die Anzahl definitiv, vor allem auch für ein Umbauprojekt. Neubauten gibt es relativ viele Projekte, die auch eine grosse Anzahl haben, aber das Umbauprojekt ist das relativ selten. Und was auch noch speziell war, ist, dass wir 17 von diesen 24 Anlagen als Feuerwehraufzüge haben ausbauen durften, was auch nochmal eine sehr grosse Anzahl ist, die man normalerweise nicht so komprimiert in einem Gebäude oder in einem Projekt hat. Dadurch, dass wir hier in jedem Gebäude eine andere Stockwerkanzahl haben, kann ich sagen, dass wir im Schnitt pro Aufzug 6 Wochen Durchlaufzeit haben, was aus meiner Sicht eine grossartige Leistung ist. Ich habe immer mein iPhone um den Hals gehängt und rassige Musik gehört und bin so rummarschiert. Natürlich ist man froh, dass er dann wieder gelaufen ist. Ja, ich habe auch ein ganz schweres Zeug vorher schon gekauft und das andere, das Licht, das habe ich halt dann die Stegen aufgetrennt. Ja. Es war jetzt nicht der schönste Moment während der Sanierung, wie kein Lüft da war, aber dafür war die Freude dann umso größer, wie die Lüfte saniert und fertig waren, weil die Lüfte davor auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, die sind immer wieder ausgefallen. Und da war dann die Hoffnung schon auch da, dass die Lüfte nach der Sanierung dann wirklich funktionieren und nicht alle potlang ausfallen.